Hallo liebe Foskis-Teilnehmende, ich bin Iarifit und präsentiere euch heute den Lismap Web Client anhand eines Anwendungsbeispiels der Windparkplanung im Rahmen der VSB. Als kleine Einführung, ich habe Umweltingenieurwesen an der Uni Kassel studiert und arbeite seit 2020 zusammen mit meinem Kollegen Andreas Löwe bei der VSB und zusammen sind wir für die ganze Geodateninfrastruktur zuständig. Ich steige direkt ins Thema ein und werde euch einmal kurz vorstellen, was ich heute alles behandeln werde. Einmal werde ich euch die Lismap-Oberfläche präsentieren, wie wir sie nutzen. Dann nur kurz einmal präsentieren, was wir da eigentlich in der Windparkplanung für eine Layerstruktur verwenden für das Lismap. Anschließend gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, sich im Lismap navigieren zu lassen, einmal über die Adresssuche, dann über die direkte Suche durch irgendwelche Layer, die hinterlegt sind, einmal bei uns dann im Fall mit dem Projektgebiete-Layer und auch die Suche nach einzelnen EigentümerInnen und ihren Flurstücken. Anschließend grenzen wir für unsere Zwecke auch gelegentlich die Daten ein, wie zum Beispiel durch das Filtern, was man ja auch viel im QGIS macht. Und auch werden einzelne Elemente eines Layers ausgewählt, sodass sie dann später wieder für den Export also genutzt werden können. Erweiterte Informationen sind für uns in den Attributtabellen verfügbar. Da ist bei uns eine kleine Besonderheit, dass die Attributtabelle so gefiltert und durchsucht werden kann und sortiert werden kann wie im Excel. Und zusätzlich haben wir in unseren Pop-up-Fenstern HTML-Elemente eingebaut, sodass sich die Projektstände übersichtlich in Diagrammen darstellen lassen. Zum Abschluss gibt es noch einige Funktionen, die das Lismap bietet, die vor allem vor Ort nützlich sind, wie zum Beispiel die Standortanzeige, die Messfunktion, ein bisschen Zeichnen in der Karte und das Ganze dann auch noch als Ergebnis in einer PDF sich ausdrucken lassen. Dann beginnen wir mal direkt mit der QGIS, ach nicht mit der QGIS, aber mit der Lismap-Oberfläche. Ganz oben links haben wir unseren Titel, den kann man vorher in der Administration einstellen. Auf die Administration gehe ich hier nicht ein, das ist alles, was sich im Hintergrund abspielt, wie die Nutzerverwaltung und eben die Projektverwaltung. Lassen sich mehrere Projekte im Lismap anlegen. Ich zeige jetzt nur das Anwendungsbeispiel unserer Windparkplanung. Oben rechts bei der 2 lässt es sich ein- und ausloggen. Bei der 3 ganz links die graue Leiste, das ist die Funktionsleiste. Da finden wir alle Funktionen wieder. Die werden wir auch alle nach und nach in diesem Vortrag bearbeiten. Bei der 4 beginnt das Ganze mit den Navigationsfunktionen, nämlich der Adresssuchleiste. Dahinter steckt Nominatim. Unter Punkt 5 können wir Layer durchsuchen und uns dort auch zu einzelnen Elementen in einem Layer navigieren lassen. Unter Punkt 6 haben wir die Zoom-Leiste, mit der wir rein- und rauszoomen können beispielsweise. Und unter Punkt 7 haben wir dann noch unseren Maßstab und die Einheit, die wir einstellen können in Meter oder Grad, Minute, Sekunde und so weiter. Genau. In unserer Layer-Struktur, ich werde jetzt nicht auf jedes einzelne Element eingehen, aber so grob zur Orientierung. Wir nutzen da vor allem eben ein Projektgebiet, also ein Gebiet, was sich eignet für die Windparkplanung. Und in diesem Gebiet liegen natürlich die Flurstücke von verschiedenen EigentümerInnen. Die sind unter den Grundstücksinformationen zu finden. Und zusätzlich liegen da nicht nur die Flurstücke, sondern auch die Standorte, wo dann am besten unsere Windanlagen stehen sollen oder können. Und die finden sich dann im Parklayout wieder. Und zur groben Orientierung nutzen wir dann natürlich auch noch ein paar administrative Grenzen, wie die Bundesländer, Gemeinden und Gemarkungen. Und ganz unten bietet Lismap auch noch, wenn man sich das ganze Projekt dann im QGIS erstellt, gibt es dafür ein Lismap-Plugin und da kann man dann einstellen, was für Grundlayer noch zusätzlich auswählbar sein sollen. Da haben wir einmal OpenStreetMaps hinterlegt, Google Satellite, eine topografische Karte und zusätzlich ist es auch noch möglich, sich nur einen weißen oder einen weißen Hintergrund anzeigen zu lassen. Da
gibt es mehrere Optionen zur Auswahl. Und ganz wichtig, wie es hier auch steht, Layer, die eben irgendwie bearbeitet werden sollen oder mit denen was gemacht werden soll, also abfragen, filtern, exportieren, die müssen vorher sichtbar geschaltet werden. Das ist dann hier kenntlich gemacht durch dieses blaue Rechteck mit dem weißen X da drin. Dann kann das erst funktionieren. Starten wir mit der ganzen Navigation. In diesem Fall hatte ich mich in unser Büro Kassel navigieren lassen, in die Treppenstraße 12. Dafür gebe ich einfach die Adresse oben in die Suchleiste ein, drücke Enter oder auf die Lupe, erhalte dann mehrere Vorschläge und wähle mir einen dieser Vorschläge aus und werde anschließend dorthin navigiert. Am Ende wird mir das dann durch diesen gelben Kreis hier unten kenntlich gemacht, wo dieser oder diese Adresse zu finden ist. Dann haben wir noch die Zoom-Leiste, die ich vorhin erwähnt habe. Da ist standardmäßig die Hand ausgewählt. Das, was grau hinterlegt ist, ist das, was gerade als aktive Funktion verwendet wird. Die Hand ist eben das, womit man die Karte so hin und her schieben kann. Und unter 2 ist es möglich, sich ein Rechteck über die Karte zu ziehen. Und dann wird genau in dieses Rechteck reingezoomt. Dann erhalte ich ein detaillierteres Bild über die Karte, über genau dieses Gebiet. Unter Punkt 3 habe ich die Möglichkeit, mich auf meinen Ausgangsmaßstab zurückzuversetzen. Das ist in unserem Fall ganz Deutschland. Also werde ich wieder ganz rausgezoomt und erhalte einen Überblick über die ganzen Projekte in Deutschland. Unter Punkt 4 kann ich mich rein- und rauszoomen mit dem Plus und dem Minus. Und Punkt 5 finde ich ganz interessant, denn damit kann ich mich, wie zum Beispiel in meinem Explorer, wo ich Dateien zwischen Dateien hin und her switche, mit dem Pfeil wieder zurück hingehen, wo ich vorhin gewesen bin, oder wieder vorgehen, wo ich davor gewesen bin. So muss ich nicht immer wieder tatsächlich mit den Zoom-Funktionen arbeiten, sondern kann teilweise schneller arbeiten, indem ich die Historie-Funktion verwende. Dann haben wir noch die Möglichkeit, uns anhand unserer Layer zu orientieren und zu navigieren. Da nutzen wir vor allem unsere Projekte, sodass wir eben den Layer Projektgebiete nach Namen gefiltert auswählen. Und da werden dann alle eindeutigen Optionen angezeigt. Und hier in diesem Fall hatte ich die 5 fiktiven Projekte, fiktives Projekt 1 bis 5, angelegt. Und kann dann entweder direkt unter dem Dropdown-Menü, also wenn ich dort auf dieses Dreieck klicke, mir eines dieser Projekte aussuchen und dann draufklicken. Oder ich kann auch einfach direkt den Namen eingeben und dann meine Auswahl starten. Dann werde ich direkt in das Gebiet hier reingezoomt und lande eben entsprechend da, wo ich gerade mir das Projekt anschauen möchte. Das Gleiche haben wir für den Layer der EigentümerInnen gemacht. Das ist dann eben im Reiter darunter. Da gebe ich dann erstmal den EigentümerInnen-Namen ein. Und bei Frau B zum Beispiel gibt es nicht nur ein Element, was zu Frau B gehört, sondern Frau B hat diverse Flurstücke. Deswegen filtern oder navigieren wir hier auch noch mit einem zweiten Attribut, nämlich der Flurstücksnummer. Und dann wähle ich da eben eines der Flurstücke aus und lande dann hier in diesem Fall bei Flurstück Nummer 718 von Frau B. Nun kommen wir zum Punkt Eingrenzung. Ich kann meine Layer auch filtern, sodass dann alle anderen Elemente in diesem Layer ausgeblendet werden und nur noch die angezeigt werden, die rausgefiltert wurden. Dafür ist, wie vorhin schon erwähnt, der entsprechende Layer, den ich filtern möchte, unter meiner Layerbaumstruktur sichtbar zu schalten. Anschließend klicke ich hier auf diese Lupenfunktion. Dort finde ich nämlich die ganzen Filter, die ich dann voreingestellt habe über das Lismap-Plugin und gebe dann in die Suche hier den Namen ein nach der Eigentümerin, die ich gerade suchen möchte. In diesem Fall ist es Frau A gewesen. Wenn ich dann Enter drücke, erhalte ich hier meine Ergebnisobjekte. In diesem Fall hat Frau A nur ein Flurstück, deswegen erhalte ich hier nur ein Objekt. Hätte sie mehrere Flurstücke,
würde ich hier beispielsweise 15 Objekte haben und dann würde ich auch trotzdem alle 15 Flurstücke sehen. Nicht so wie bei der Navigation vorhin, dass ich nur zu einem Flurstück zoomen kann, sondern hier kann ich dann alle Flurstücke raussuchen, die einer Eigentümerin gehören. Genauso kann ich auch natürlich mir die Daten dann wieder exportieren. Bei der Eingrenzung, zum Beispiel wenn ich Daten exportieren möchte, kann ich auch die Auswahlfunktion verwenden. Und zwar ist die durch das Sternchensymbol gekennzeichnet. Und auch das muss ich vorher in meinem ListMap-Plugin kenntlich machen, welche Layer dafür genutzt werden sollen. Und zwar sind es hier eben die Flurstückslayer und die Projektgebiete. Und dort habe ich dann eben die Flurstücke ausgewählt. Und anschließend kann ich mir meine Auswahlgeometrie wählen, ob es ein Punkt, eine Linie, ein Polygon, ein Rechteck, ein Kreis oder ein Freihandpolygon sein soll. Wenn ich das ausgewählt habe, kann ich noch einen Puffer setzen, in diesem Fall zum Beispiel 10 Kilometer. Und dann kann ich noch entscheiden, ob alle Flurstücke, die von dieser Geometrie geschnitten werden, ausgewählt werden sollen oder alle Flurstücke, die innerhalb dieser Geometrie liegen oder die, die überlappen und so weiter. Hier kann ich die Überlagerungsreferenz auswählen. Wenn ich die Einstellungen vorgenommen habe, dann ziehe ich entsprechend, in diesem Fall habe ich auch die Farbe, die kann ich noch wählen, mir die Geometrie des Rechtecks gewählt und ja die 10 Kilometer Puffer. Dann ziehe ich hier ein Rechteck über meine Karte, über das Gebiet, was ich gerne auswählen möchte. Wähle die Funktion, dass alles, was davon geschnitten ist, bitte ausgewählt werden soll. Und in diesem Fall waren es dann 9.878 Objekte. Und die kann ich dann wieder exportieren. Ich kann die Auswahl umkehren. Ich kann mit dieser Auswahl meine Filterung auch vornehmen. Ich kann die Auswahl mit dem leeren Sternchen wieder aufheben. Ich kann von der Auswahl einzelne Elemente wieder abziehen oder zu dieser Auswahl neue Elemente hinzufügen mit dem Plus. Wenn ich mein gezeichnetes Rechteck nicht mehr sehen möchte, es aber beibehalten möchte, drücke ich einfach auf das Auge, dann verschwindet es, ist aber nur unsichtbar und wenn ich wieder aufs Auge drücke, dann taucht es wieder auf. Mit dem Radiergummi entferne ich das gezeichnete Rechteck. Und mit dem Bearbeiten-Stift kann ich die Geometrie auch wieder bearbeiten. In den erweiterten Infos finden wir die Attributtabelle. Die ist gekennzeichnet durch das Symbol mit den drei Punkten und den drei Strichen. Und hier haben wir auch wieder, das muss voreingestellt sein, welche Layer davon betroffen sein sollen, wo denn die Attributtabellen einsehbar sein sollen. Hier in diesem Fall hatten wir die Projektgebiete und die EigentümerInnendaten gewählt. Und wie wir sehen können, ist es wie in Excel in der Tabelle möglich. Ich kann hier oben eine Sucheingabe vornehmen, die sich nur auf den Projektnamen bezieht. Ich kann hier rechts daneben auf die Pfeile klicken, dann wird es alphabetisch sortiert, bei Zahlen natürlich nach Größe sortiert. Und so kann ich genauso wie in einer Excel-Tabelle damit hantieren. Zusätzlich kann ich, wenn ich jetzt eben hier zum Beispiel den Namen Herr G eingebe, das ist der EigentümerInnen-Layer, dann erhalte ich eben nur noch 33 Ergebnisse. Und die könnte ich jetzt zum Beispiel filtern oder die sind quasi gefiltert. Und wenn ich auf das Sternchensymbol klicke, dann werden sie alle ausgewählt und diese könnte ich dann wieder exportieren. Hier nämlich als Shape, KML, GeoPackage beispielsweise. Mit der Lupe kann ich mich auch eben dorthin navigieren, was dann hier auch passiert ist. Ich sehe jetzt genau diese Flurstücke. Und das Neuladensymbol bedeutet, wenn ich mit der Maus rein und raus zoome und im Gebiet rechts daneben vielleicht weitere Flurstücke auftauchen sollen, dann lädt sich die Attributtabelle neu mit all den Daten, die zu diesem Layer gehören, die gerade in der Karte sichtbar sind. Unter den erweiterten Informationen haben wir noch das Pop-up-Fenster. Das ist kenntlich gemacht durch das Symbol hier mit dieser rechteckigen Sprechblase.
Das ist quasi das Formularblatt aus QGIS. Wenn ich allerdings nicht nur das Formularblatt einsehen möchte, sondern mal etwas visuell anspruchsvolleres, wie zum Beispiel ein paar kleine Diagramme, die auch einen Projektstand ein bisschen detaillierter abbilden und übersichtlicher abbilden, dann kann ich das Ganze über einen HTML-Code in meinen Map-Tipps in meinem QGIS-Projekt in dem Layer hinterlegen. Und dann wird das auch von LISMAP erkannt und ich klicke hier dann einfach auf so ein Projektgebiet und es ploppt direkt hier rechts dieses Fenster auf mit den vier Diagrammen, dass zum Beispiel in diesem Projekt zwei Anlagen von vieren gesichert ist. Nun kommen wir zu den Funktionen, die vor allem vor Ort relevant sind, wie zum Beispiel die eigene Standortanzeige. Die ist gekennzeichnet durch diesen Kreis mit dem kleineren Kreis. Die zeigt mir entsprechend natürlich meinen eigenen Standpunkt an oder Standort, nicht Standpunkt, wenn ich denn anschließend auf Anfang klicke. Das hatte ich offensichtlich nicht hier, weil hier bin ich im Homeoffice gemacht, als ich im Büro gesessen habe und wurde richtig in der Treppenstraße 12 bis 14 nachhin navigiert und die Genauigkeit beträgt in diesem Fall grob 15 Meter, denn tatsächlich habe ich hier im Büro gesessen und nicht auf der Straße. Und bestimmt gibt es Geräte, die ein genaueres GPS-Signal enthalten und dann die Genauigkeit auch noch verfeinern können. Wenn ich dann noch auf zentriert bleiben klicke, dann könnte ich mich noch im Büro hin und her bewegen oder auf dem Feld und die Karte würde sich nach meiner Bewegung und meinen Schritten neu ausrichten und mir quasi folgen. Anschließend gibt es noch die Messfunktion. Ich kann im LISMAP Längen, Flächen, Umfang und Winkel messen. Dafür klicke ich entsprechend für eine Länge in Punkt A und in Punkt B und beende die ganze Messung mit einem Doppeltipp auf einem Tablet oder eben Doppelklick auf einem PC oder an einem Laptop. Oben in der Anzeige taucht dann das Messergebnis auf. Ich kann auch nette Zeichnungen in meiner Karte hinterlegen. Offensichtlich vielleicht keine Männchen, aber vielleicht ist irgendwas bei einem Eigentümer oder einer Eigentümerin im Flurstück noch relevant, was vielleicht eingezeichnet werden kann oder soll. Und zur visuellen Hilfe unterstützend wirkt. Dann kann ich die Zeichenfunktion nutzen, die ist über dieses Stiftsymbol erkennbar in der Funktionsleiste. Und hier finde ich eigentlich die gleichen Funktionen wie bei der Auswahlfunktion wieder. Ich kann die Farbe auswählen, ich kann die Geometrie auswählen, ich kann es wieder ein- und ausblenden, löschen und bearbeiten. Und was auch ganz cool ist, ich kann es herunterladen als Shapefile zum Beispiel. Als letzte Funktion haben wir unser Drucklayout und dazu legen wir dann in unserem QGIS-Projekt entsprechende Drucklayouts als Vorlagen ab. Die werden dann auch hier im LISMAP wieder erkannt. Davon kann ich eine Vorlage auswählen, wähle noch zusätzlich den Maßstab, die DPI-Zahl. Je höher die DPI-Zahl, desto feiner die Karte und kann dann auch noch auswählen, ob ein PDF oder eine Bilddatei rauskommen soll. Auf der Karte selbst taucht dieses Rechteck auf. Das muss ich dann entsprechend platzieren über mein Projektgebiet, so wie ich es gerade gern hätte. Und anschließend drücke ich auf Drucken und erhalte folgendes Ergebnis. Wir haben dieses Drucklayout vorbereitet und da ist unsere Legende nicht dynamisch. Das bedeutet, dass die Layer immer gleich bleiben. Es werden immer diese vier Layer angezeigt. Es ist auch möglich, dass die Legende dynamisch bleibt, dass immer die Layer angezeigt werden, die gerade in der Karte sichtbar sind. Das ist dann einfach ein Häkchen, was im QGIS-Projekt gesetzt werden muss. Die Maßstabszahl und das Datum und auch die Maßstabsleiste, die werden immer automatisch generiert. Das funktioniert auch über QGIS. Das sind kleine Ausdrücke, die dafür eingefügt werden müssen. Ja, wenn ihr Interesse gewonnen habt, auch bei der VSB tätig werden zu wollen, dann meldet euch gern
Schaut gerne unsere Stellenanzeige durch unter www.vsb.energy.de/karriere. Oder ihr findet uns auch unter LinkedIn, Xing, Facebook, Indeed, Glassdoor und Kununu. Und ansonsten freuen wir uns auch über Initiative Bewerbungen. Die können gerne an Toni Freude gerichtet werden. Und er kann unter den folgenden Informationen hier erreicht werden. Also, wir freuen uns über Unterstützung zum Vorantreiben der erneuerbaren Energien. Und jetzt bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit, freue mich über eure Fragen und bis gleich.